Hallo ihr Lieben, ich habe von einer Zuschauerin eine E-Mail bekommen und sie hat mich in dieser Nachricht um Rat gefragt und habe ihr ein paar Sachen dazu gesagt, aber meistens ist es doch auch oft so, dass man da irgendwie nicht so viel rumschreiben kann und es ist einfacher, die Dinge einfach auszusprechen, anstatt aufzuschreiben. Und ich habe mir gedacht, vielleicht fällt dem einen oder anderen von euch ja auch etwas dazu ein. Deswegen habe ich sie gefragt, ob ich nicht darüber ein Video machen soll. Und dann könnt ihr auch kommentieren und etwas dazu sagen. Und vielleicht kann ihr das dann weiterhelfen. Denn es ist ja auch oft so, ich bin halt der Mensch, der ich bin. Und ich würde die Dinge halt vielleicht anders machen, als ihr sie macht. Und wenn dann verschiedene Leute etwas dazu sagen, kann man sich vielleicht aus dem Ganzen heraus irgendwie das ziehen, was man für sich braucht. Und deswegen lese ich euch diese Nachricht jetzt erstmal vor. Und zwar, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es geht um meine Arbeitsstelle. Ich arbeite als Aushilfsvertretung seit November 2017 in einer Schule und putze da die Turnhalle. Meine Arbeitskollegin kenne ich schon seit 5 Jahren, aber wir hatten nie richtig Kontakt. Jetzt versucht sie sich da aufzuspielen und macht eine auf Chefin. Sie mischt sich sogar in mein Privatleben ein. Morgen ist von einer Arbeitskollegin ein Jubiläumsessen. Ich sagte, ich komme nicht. Sie hielt mir einen Vortrag, ich könnte mich nicht immer ausschließen. Ich weiß aber, dass da nur über andere hergezogen wird, weil ich mal bei ihr beim Geburtstagsfrühstück war und so sie nur böse über andere geredet hat. Ich kann mir das einfach nicht mehr anhören. Meine Kollegin ist so eine Person. Sie lächelt mit dir und macht auch Freundschaft und bei anderen redet sie über dich. Dann kommt wahrscheinlich noch die Frau am 20. wieder, die ich im Moment vertrete. Ich fühle mich total unwohl und gehe dort gezwungenermaßen hin. Nee, nur dahin, weil ich an das Geld denke und wir es gut gebrauchen können. Ich tue mir echt schwer damit, morgen da mit denen essen zu gehen oder morgen überhaupt arbeiten zu gehen. Und Lohn bekomme ich auch immer erst später, nie zum Monatsende. Andere sagen, ich such dir doch einfach was anderes, aber das dauert mir einfach zu lange und ich halte es nicht mehr aus. Und ob die Frau wiederkommt, die ich vertrete, steht auch noch in den Sternen. Vielleicht hast du da einen Ratschlag für mich. Ich bin auch so nicht so selbstbewusst, der Kollegin mal die Meinung zu sagen. Ich will mich mit ihr nicht auseinandersetzen. Ja? Des Weiteren kommt hinzu, dass wohl ihr Mann ein Auto gekauft hat, also das Auto oder einen Kredit aufgenommen hat, das abbezahlt und ohne das wohl mit ihr abzusprechen und sie einfach das Geld auch brauchen, um jetzt halt eben das Auto bezahlen zu müssen. Und da sind jetzt halt mehrere Dinge. Eben geht sie da zu dem Essen hin, geht sie nicht dahin. Für mich ist es einfach so, wenn mir was nicht gut tut oder ich mich damit scheiße fühle, dann gehe ich halt nicht dahin. Mir ist es egal, was andere Leute sagen. Man muss natürlich immer auch abwägen, das ist natürlich, komme ich damit klar, aber über gewisse Dinge muss ich drüber stehen. Man muss ja eine Entscheidung treffen. Gehe ich hin? Fühle ich mich scheiße, weil ich nicht hin will? Gehe ich nicht hin? Fühle ich mich scheiße, weil die Leute dann lästern oder weil es dann heißt, keine Ahnung. Weil es dann halt irgendwie heißt, die kommt nicht oder was auch immer. Es ist ja so, die Leute haben immer was zu reden, wenn sie vom Charakter her so sind, ob man das möchte. Also man kann es niemandem recht machen, man kann es nur sich selber recht machen. Und deswegen würde ich da halt einfach nicht hingehen. Ja? Und ich könnte aber auch darüber stehen. Jetzt ist es so. Mit der Arbeitsstelle, wenn ich jedes Mal zu einer Arbeit gehe, bei der ich mich unwohl fühle, ja, dann würde ich mir etwas anderes suchen. Du musst ja nicht sofort den Job kündigen, ja, und dann dir was Neues suchen, sondern jetzt gehst du da eh schon hin, dann, wenn dir das halt wichtig ist und dass du sagst, ihr braucht das Geld unbedingt, dann fang einfach an, dir was Neues zu suchen und geh erstmal da arbeiten. Und sobald du etwas Neues gefunden hast, kündigst du. Das muss nicht bedeuten, wenn du etwas Neues gefunden hast, dass du das dann nur die ganze Zeit machen wirst, sondern es kann auch nur eine vorübergehende Art und Weise zu sein, dort zu arbeiten, ja. Und du kannst wieder weitersuchen, bist aber erstmal aus der anderen Situation raus und kannst dann wieder weitersuchen, bis du was gefunden hast, was dir wirklich Spaß macht. Und oft ist es ja auch so.
dass man bestimmte oder dass man verschiedene Sachen erst ausprobieren muss, um dann wirklich auch zu wissen, was macht mir wirklich Freude. Ja, oder vielleicht ist der Job auch gar nicht so toll, aber die Leute sind total toll, mit denen ich da arbeite und immer abwägen, was ist mir halt am wichtigsten. Ich weiß, ich werde dafür oft verurteilt oder ja, irgendwie angegriffen, weil ich mein eigenes Ding mache und weil ich jetzt erst nicht arbeiten gegangen bin, aber mir geht es gut damit und ich schade niemandem. Und deswegen ist mir das einfach unheimlich wichtig. Und es ist einfach so, dass das, was uns psychisch auch oder der Seele nicht gut tut, das ist das, was uns auf Dauer auch einfach krank macht, ja. Sei es, man hat jedes Mal Bauchschmerzen. Also das ist bei mir zum Beispiel. Mein Magen reagiert immer darauf. Wenn es mir nicht gut geht, dann kriege ich Bauchschmerzen oder mir wird übel, ich kann nicht essen. Ja, also jede Erkrankung, denn sie hat auch irgendwie, keine Ahnung, was hat sie geschrieben? Sie hat sie geht mit Schmerzen arbeiten und hat seitdem eine Karpaltunnelsyndrom, wohl im Handgelenksbereich. Jetzt gibt es natürlich viele medizinische Gründe dafür. Es gibt aber auch psychische Gründe dafür, Ursachen dafür. Ja, das wäre jetzt sowas, wo ich als allererstes immer nachschaue, auch mit meinem Knie zum Beispiel, ja, da schaue ich immer erstmal nach, was ist die psychische Ursache dafür, um dann eine Lösung zu suchen, auch den Konflikt zu lösen und einen Weg zu finden, den ich dann einfach gehe. Aber der Weg in meinen Augen führt nie dahin, etwas zu tun, was mir nicht gut tut. Ne? Jetzt ist sie da auch so ein bisschen in einer Konfliktsituation mit sich und mit der Arbeitskollegin, aber auch mit ihrem Mann, ja, der zum Beispiel auch sagt, Mann, wenn du dich so schlecht dabei fühlst, dann geh da nicht mehr hin. Aber sie meint halt zu wissen, dass er das zwar sagt, aber gar nicht so meint und eigentlich schon will, dass sie weiter dahin geht und, weiß ich nicht, sich vielleicht nicht so anstellen soll, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie da so im Zwiespalt und ich bin immer für ein offenes Gespräch in einer Beziehung sowieso, ja. Und es ist einfach eine schwierige Situation. Und ich möchte da auch nochmal an euch appellieren, ob ihr da vielleicht steckt ihr gerade in einer ähnlichen Situation oder vielleicht habt ihr so etwas schon einmal ähnlich erlebt, ja. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Situation irgendwie, dass mir eine Sache überhaupt, ja, überhaupt gar keine Freude mehr gebracht hat und ich mich damit total schlecht gefühlt habe, ja. Ich habe mich dann zwar da, weil ich noch nicht den Mut hatte, das offen auch so zu äußern, da so ein bisschen rausgeredet, aber ich bin aus der Situation rausgekommen und das hat mir erstmal gut getan. Also man muss auch nicht dahin gehen und sagen, du pass mal auf, ich komme nicht zum Essen oder ich will nicht mehr arbeiten gehen, weil ich finde dich scheiße und jedes Mal, wenn ich dich sehe, fühle ich mich einfach nur schlecht, weil du lässt das ständig nur und, ja. Muss man das natürlich nicht machen. Man kann es tun, aber man muss das nicht machen. Man kann da auch irgendwie so anders rauskommen. Ja. Aber mit seinem Partner sollte man auf jeden Fall offen und ehrlich drüber sprechen und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, sich abzugrenzen von dem, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und das ist auch in der Partnerschaft so, ja. Da muss man an einem Strang ziehen. Und wenn man sich wirklich liebt und auch wenn der Partner einen wirklich liebt und ihm das wichtig ist, dass es dir ja gut geht, dann sollte er da hinter dir stehen und dich da eher auch unterstützen. Und ja, mir fällt mir dazu ehrlich gesagt nicht weiter ein, weil ich wüsste natürlich, wie ich da reagieren würde und wie ich was machen würde. Und ja, kann da von mir aus so ausgehen, aber ich stecke da ja nicht wirklich drin. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr Kommentare unter diesem Video hinterlasst und es würde der Dame bestimmt oder vielleicht hoffentlich weiterhelfen, ja. Also, ich wünsche euch einen super schönen Tag.
Danke fürs Zusehen und im Voraus schon mal danke an diejenigen, die fleißig kommentieren werden. Bis dahin. Tschüss.